Aber wir haben 2 Millionen auf dem Konto. Die verbrauchen wir direkt wieder. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ups. Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ah, ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Und das sind sie noch nicht. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. So, die Gegenwart war, glaube ich, so meines Erachtens gerettet. So, du brauchst die Batterie. Das ist einmal der Essig in der Zukunft. Mit dem Wein, aber die Zeitkapsel ist noch nicht verbuddelt, weil irgendwas anderes muss da noch rein. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Kann ich Fred damit ärgern? Das Design der thermodynamischen Fluxinduktionsstromkreise ist vielleicht das interessanteste Gebiet elektrischer Theorie. Hör auf! Das Buch macht mich müde. Und Allison? Oh nein, du nicht. Besser nicht. Ach, der ist schon wieder draußen. Das Buch macht müde, das Buch macht müde. Jedoch eingeschränkt durch eine nitrogenfreie Unterdruckumgebung kann der Fluxinduktionsstromkreis sehr nützlich sein. Bitte nicht, mir ist schon langweilig. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Bitte nicht, mir ist schon langweilig. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Bitte nicht, mir ist schon langweilig.
Gut, dann gehe ich weiter Pipi machen. Besser nicht, er sieht böse aus. Nee, den Hamster können wir, glaube ich, will ich erst in der Zukunft holen. Sie ist ziemlich kalt. Keine Chance. Da sind Dinge drin, die aussehen, als legen sie da schon Ewigkeiten. Macht das Ding nie jemand sauber? Wahrscheinlich nicht, auch nicht in der Zukunft. Es war eine Idee. Aber mir wird gesagt, jemand in der Vergangenheit müsste schlafen. Ah, ja. Pass mal auf. Du geiles Pferd. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Tut mir leid, Pferd. So, ich würde es davon ausgehen. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Okay. Da kommt die Zukunft. Dosenöffner wird, glaube ich, auch in der Zukunft gebraucht. Ich glaube, die Kurbel war auch eine Zukunftssache. Später. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Na gut. Bum bum bum. Bum bum bum. Um die Hitbox-Frage zu beantworten, das Klo spült in beide Richtungen. Automatisch. Also, wenn was drin liegt, kann jemand aus der Zukunft rausholen oder aus der Vergangenheit gerade. Hey, Dr. Fred ist reich. Ich will nicht. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ich weiß, die Zeitkapsel wird erst eingegraben, wenn wirklich alle Gegenstände drin sind, die auch wirklich durch die Zeit reisen sollen. Das ist ein Loch, geformt wie ich. Da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist nun mal da. Ich hätte eigentlich gehofft, dass da das Seil noch drin ist. Aber das Seil ist wohl weg. Es ist verbraucht. Ja.
Und um den Chat auch zu beantworten, ich habe in der Zukunft noch gar nichts gemacht. Weil ich habe die Dame ja nicht an der Wache vorbei. Besser nicht. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Jetzt hau ab. Aua. Zieh dir auch mal live ein Barthaar. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh. Sitz. Ruhig. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Oh, ich habe genug davon zu Hause. Ups. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Jetzt muss er wieder raus. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Jetzt bin ich wieder im Flow ein bisschen, was ich zu tun habe. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. So, das Schema geht an ihn, weil wir haben noch eine sehr gute Näherin in der Vergangenheit. Das ist von einem Bett blockiert. Ups, zurück. Sehr schön. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ja, aber jetzt wird mir nochmal schlecht. Oh mein Gott, mir ist so schlecht. Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Mir ist ständig schlecht. So, der Doktor ist weg. Jetzt müssen wir irgendwie ganz nach oben kommen.
Da können wir nicht rein. Ach, wir können über den Kamin bestimmt kriechen, ne? Ah, die hat die Kurbel nicht. Da komme ich so nicht dran. Ach doch, hat sie. Ich habe sie vorher schon rübergeschickt. Keine Chance, das zu öffnen. Warum soll... Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur beim Showraum. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Schon auf. Okay, Haufen andere Geräte. Hä? Der Trockner ist fertig. Oh, süß. Ein Mikro. Pulli. Reden wir mal mit einem Tentakel. Unsere neue Verkleidung schützt Hallo, uns ja. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll. Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Danke! Es war mir ein Vergnügen! Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Ich weiß auch schon, was für ein Menschen. Oh, das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Hey, blödes Tentakel! Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Ja, aber mit einem Brecheisen vielleicht, oder? Ich glaube nicht, dass das ins Chronojohn geht. Da musst du wahrscheinlich das Ding ausgraben. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Interessantes Mannequin. Ah, so Verlängerungsschnur. Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Ja, aber nimm die mal. Weil die können wir bestimmt mit der Mumie kombinieren. Thank you.
Aber die ist doch jetzt noch nicht mal ein Mensch, der teilnimmt, oder? Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Niemals! Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Und schon über 200 Jahre alt. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Ah! Immerhin hat er die Antarktis noch nicht erobert. Hehehe!